Conversion-Optimierung bedeutet auf Basis der bestehenden Anzahl der User permanent und fortlaufend Optimierung auf der Webseite vorzunehmen. Das heißt, Conversion-Optimierung kümmert sich nicht darum, mehr Traffic, mehr User auf die Webseite zu bringen, sondern mit der Anzahl der User, die bereits dort sind, erfolgreicher zu sein. Dies wird durchgeführt durch verschiedene Tests, die man durchführen kann. Das eine sind AB-Tests oder ABN-Tests, in denen man verschiedene Varianten von Seiten gegeneinander stellt und die User aufteilt auf die verschiedenen Varianten, um dann zu sehen, welche Variante am Ende am besten funktioniert hat. Oder Multivariate-Tests, wo ich eine bestimmte Seite habe, ein bestimmtes Template habe einer Seite, aber die Inhalte auf dieser Seite austausche und gucke, welche Kombination der Inhalte auf der gleichen Seite am besten funktioniert. Im Rahmen der Conversion-Optimierung empfehlen wir, permanent und fortlaufend zu testen. Das heißt, die Zeit von Bauchgefühl oder großen Relaunches von Webseiten sind im Grunde vorbei, weil ich eigentlich dazu übergehen sollte, permanent an meiner Seite zu arbeiten, permanente Optimierung durchzuführen. Das können Makro-Optimierungen und Änderungen auf der Webseite sein oder auch tatsächlich kleine Mikro-Änderungen auf der Webseite, was das Wording, was die Bilder, was die Bildwelten, die Sprachwelt betrifft, zu optimieren. Das heißt, ich kann und sollte im Grunde permanent an meiner Seite arbeiten, einen Fluss haben, dass ich immer die aktuellen Daten, die ich über die Webanalyse, die digitale Analyse erhebe, nutze, um Optimierung durchzuführen. Ich habe anhand der Datenbasis so viele Erkenntnisse und so viele Learnings, die ich nutzen kann, um Baustellen auf der Webseite zu erkennen, um bestimmte Absprünge zu erkennen, um Problemstellen auf der Webseite zu erkennen. Und mit dem reinen Erkennen ist es nicht getan, sondern ich muss diese Information nutzen, um tatsächlich auch Optimierung vorzunehmen. Die Problemstellung, die man dann hat, ich weiß nicht, was am besten funktioniert. Ich weiß nicht, welche Variante am besten funktioniert und ob einfach eine andere Farbe, ein anderes Bild, eine andere Anordnung oder ein komplett anderes Layout vielleicht besser oder schlechter funktioniert. Das heißt, im Rahmen der Conversion-Optimierung entscheiden die User darüber, welche Varianten besser funktionieren, da ich die Datenbasis wiederum nutzen kann, um diese Informationen auszulesen. Jeder Besuch eines Users auf der Webseite hat eine Absicht. Er hat nach etwas gesucht, er sucht nach Informationen, nach Produkten, nach Reisen. Und jeder Touchpoint, den ich auf der Webseite habe, ist die Möglichkeit, den User davon zu überzeugen, das Ziel, was ich mir wünsche und was ich mit meiner Webseite verfolge, zu erfüllen. Und je besser und je einfacher und je schneller ich es schaffe, User dahin zu bringen, ein Ziel zu erfüllen, desto erfolgreicher werde ich langfristig sein. Die Frage ist allerdings, wie schaffe ich es, den User zu überzeugen, meine Ziele zu erfüllen, mein Produkt zu kaufen, meine Reise zu buchen oder sich anzumelden? Und dieses Ziel schaffe ich durch vertrauensbildende Maßnahmen, durch viele Fragestellungen, die ich als Website-Betreiber habe. Was interessiert den User am meisten? Welche Informationen möchte der User in dem Moment, wenn er meine Seite betritt, eigentlich in diesem Moment sehen? Welche Informationen braucht er? Welche Hürden stelle ich ihm vielleicht in den Weg, auf den Weg, mein Ziel, was ich mir wünsche, dass der User erfüllt, zu erfüllen? Gibt es Hindernisse, die ich habe, Barrieren, die der User auf dem Weg zur Zielerfüllung erreicht, wo er drüber muss, und dort Optimierungsmöglichkeiten? Das heißt, wenn man sich mal im Grunde x-beliebige Webseiten ansieht, es gibt unglaublich viele Hürden, die wir als Website-Betreiber den User in den Weg legen. Das können komplexe Bestellprozesse sein, das können viel zu viele Daten sein, die abgefragt werden, das können Formulare sein, die aus Nutzersicht einfach nicht nutzbar sind. Es können überraschende Momente sein auf dem Weg im Bestellprozess, versteckte Gebühren, Liefergebühren, die doppelt so hoch sind wie der Produktpreis, nicht akzeptierte Kreditkarten oder Zahlungsmethoden oder einfach die falsche Information zur falschen Zeit oder unglaublich komplexe Webseiten, die mit dem eigentlichen Ziel, was der User in diesem Moment hat, verhältnismäßig wenig zu tun haben. Das heißt, die Problematik, die viele Unternehmen oder viele Webseiten haben, ist eine sehr heterogene Vielfalt von Informationen, viele Dinge, die abgebildet werden, weil sehr viele verschiedene Abteilungen sich auf der Webseite präsentieren wollen, oftmals ausgehend vom Unternehmen selber oder vom Produkt selber, in einer Sprache, die der User oftmals gar nicht versteht und in einer sehr wenigen Ziel- oder sehr geringen Zielorientiertheit. Das heißt, viele Dinge und viele Seiten, Bestellprozesse und Websites würden schon einfacher aussehen, wenn man sich nicht
wenn man die Sicht nicht aus dem Unternehmen heraus sieht, sondern sich in den User hineinversetzen würde und die Gedanken, die Herkunft des Users, die Quelle, über die er kam und weitere Attribute und Informationen, die ich in dem Moment habe, nutzen würde, um den Usern, die in dem Moment auf der Seite sind, individuellere, getargetetere Webseiten anzubieten, die den Bedürfnissen, die der User in dem Moment hat, besser entsprechen. Conversion-Optimierung bedeutet, einen fortlaufenden Prozess zu etablieren innerhalb des Unternehmens, um wirklich permanent an seiner Webseite zu arbeiten, permanent an getargeteteren Seiten zu arbeiten, permanent daran zu arbeiten, Dinge besser machen zu wollen. In der Regel ist man als Produktowner bestrebt, sein Produkt besser zu machen, Bugs auszumerzen, Produkte dem User besser anzubieten. Und genau das sollte auf der Webseite auch verfolgt werden. Das heißt, im Grunde ist Conversion-Optimierung kein einmaliger Schritt. Ich mache es nicht einmal und dann habe ich eine Conversion-optimierte Webseite, sondern ein fortlaufender Prozess, der wirklich tief in der Unternehmenskultur verankert sein sollte. Im Grunde kann jeder Ideen entwickeln, Hypothesen aufstellen und Feedbacks geben, wo Optimierungspotenziale auf der Webseite liegen. Und jeder, der sich seine eigene Webseite anguckt, wird relativ schnell feststellen, dass es überall Hürden gibt, überall Optimierungspotenziale gibt, vor allem überall Hypothesen gibt, die man dahinter fragen kann. Und im Rahmen der Conversion-Optimierung, wenn ich eine Conversion-optimierte Kultur etabliert habe in meinem Unternehmen, erst dann bin ich in der Lage, tatsächlich diese Hypothesen abzubilden, zu verifizieren oder zu falsifizieren und datenbasiert meine Seite auch zu dynamisieren, indem ich zum Beispiel auf bestimmte Cluster individueller eingehe, indem ich clusterorientiertere Seiten anbiete und im Rahmen meines Unternehmens permanent daran arbeite, die Webseite zu optimieren und dadurch eine fortlaufende Veränderung auf der Webseite verspüre, nicht alle paar Jahre einen Relaunch habe, sondern tatsächlich, tatsächlich permanent an meiner Webseite arbeite und sie optimiere, mit dem Ziel, nach und nach stetig erfolgreicher zu werden, mehr Umsätze zu generieren, mehr Zielerreichungen zu haben, zufriedenere User zu haben.